Guten Morgen. Da sind wir wieder. Morgen scheint die Sonne, aber natürlich. Wenn es auch wirklich im Arsch ist, alles. So, Hund hochgehoben. Heute ist Pferderenntag. Heute wird ein Pferd rennen, aber nicht unser Pferd. Unser Pferd wird nicht rennen. Unser Pferd kann nicht rennen. Unser Pferd ist kein Renner. Oh, guck mal hier. Schön. Kartoffeln sind fertig zweimal. Sehr gut. Also wirklich, sehr schön. Ja, Gießkanne ist derzeit unterwegs. Ich weiß, es ist normalerweise so ein Winterding. Die Gießkanne aufwerten und sowas. Aber ich will erstmal ein bisschen aufgewertet haben. Weil mich das sonst nervt. Okay, nicht rüber. Genau, eine bleibt über. Selbstverständlich. Als andere wäre ein Hohn. Zack. Sehr gut. Das ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht mal wenig, was wir da jetzt haben. An Zeugs. Ich weiß gar nicht, wann das Pferderennen stattfindet. Hat der Alte gar nicht gesagt, der Opa. Naja. Wir gehen irgendwann mal hin und dann steht da ja, entweder können wir schon oder wir können halt noch nicht. Zack. So, wir haben jede Menge Hühnerfutter. 3 von 3, 3 von 3. Ich möchte nur sagen, 3 von 3. Wir gehen natürlich wieder unsere Bambussprosse, unser Ganze holen für Mary. Das ist uns wichtig. Das ist uns wichtig. Damit sie auch glücklich ist. Wenn sie jeden Tag Bambussprossen haben möchte oder blaues Gras, dann kriegt sie jeden Tag Bambussprossen und blaues Gras. Ist mir egal. Da kenne ich nichts. Ich habe vergessen nachzugucken, wann sie Geburtstag hat. Verdammt! Stimmt, ihren Geburtstag habe ich jetzt vergessen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe auf alles geguckt, aber den Geburtstag gar nicht. Verflucht. Ich meine, wir schenken ihr sowieso jeden Tag was. Wir werden dann schon irgendwann sagen, hey, cool, danke für das Geburtstagsgeschenk. Gehe ich mal von aus. So, wir haben ja gespeichert, ne? Jetzt können wir rein theoretisch, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich möglich ist, oder ob das random ist, speichern, laden und gucken, wer beim Pferderennen gewinnt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das möglich ist. Tatsächlich. Tatsächlich kann ich das gar nicht genau sagen. Aber kann auch sein, dass das immer alles nur random ist. Ich weiß das wirklich nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber Pferderennen. Wir machen das natürlich normal. Hallo, Karen. Hi. Ich habe schon mehrmals gewonnen. Ich muss eine Menge Glück haben. Ich werde dich mein ganzes Leben lang vermissen. Eine Bambussprosse dabei. Ja, ja, Mary, weißt du, die will kein Pferderennen mitmachen, wa? Ja, ja. Alle sind da, nur Mary nicht, ey. Das ist auch eine. Guten Tag. Bist du sicher, dass du keine Wettschein kaufen möchtest? Ich starte das Rennen gleich. Nein, ich will noch einen Wettschein kaufen. Möchtest du einen Wettschein kaufen oder vielleicht einen Preis eintauschen? Medaillen für Preis eintauschen. Du willst Medaillen gegen einen Preis eintauschen, nicht wahr? Ja, klar. Energiebeere 1001. Armband, Halskette. Geist XL, Körper XL, Trüffel. Mystriel. Naja. Man konnte die Dinger, glaube ich, mitnehmen, oder? Ins nächste Land. Also, ins nächste Land, hahaha. ins nächste Jahr, ne? Kaufen wir jetzt einfach mal einen Wettschein. Stinky. Oh, ich... Sollen wir die Mitte nehmen hier?
Boah. Teuer. Aber weißt du was? Ich habe ein gutes Gefühl bei Ludwig, oder? Oder sollen wir Lulu nehmen? Weißt du was? Wir nehmen Lulu. Weil sie Lulu macht. So. 16 Tickets auf Lulu, bitte. Bist du sicher, dass du keinen... Ich habe doch Wettscheine. Ach, ich denke mal, das sagt er immer. Ja, schon gut, es kann losgehen. Also gut, dann werde ich das Rennen starten. Bürgermeister? Oh, ja. Fangen wir an. Lulu, Lulu. Wer ist Lulu? Ich glaube, die 4 war das, ne? Auf Bahn 1 sehen wir Stinky. Torero ist auf Bahn 2. Regina ist auf Bahn 3. Lulu ist auf Bahn 4. Ludwig ist auf Bahn 5. Chacha ist auf Bahn 6. Gleich geht's los. Achtung! Lulu! Lulu, 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 Lulu. Ah, Lulu wird's nicht reißen, ich sehe es schon. Lulu hat's nicht gerissen. Ah, ich hasse Lulu, ich hoffe, sie wird Würstchen. Die Platzierungen sind wie folgt. Platz 1 Chacha, Platz 2 Regina, Platz 3 Lulu, Platz 4 Torero, Platz 5 Ludwig, Platz 6 ist Stinky. Die Gewinnquote für die Rennen Nummer 1 sind wie folgt. Wenn Sie Medaillen gegen Preise eintauschen möchten, stellen wir ich an der Rezeption zur Verfügung. Wir haben unser ganzes Geld verzockt. Habe ich überhaupt Geld? Habe ich noch? Ah, ich glaube, wir haben uns schon pleite gemacht, wa? Gar keine Medaille, ne? Wir haben ja gar nicht gewonnen. Ja. Aber was haben wir davon, wenn wir 16, dann hätten wir hier unten... Ja, ist egal. Ja, ich habe kein Geld mehr, Mensch. Ihr habt mich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Danke. Schon gut, ist in Ordnung. Ja. Die haben mich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ehrlich, ganz frech von denen. So, auf Bahn 1 sehen wir Mojo. Wunder ist auf Bahn 2, Crazy auf Bahn 3, Nektar auf Bahn 4, Uvo ist auf Bahn 5, Gogol ist auf Platz 6. Gleich geht's los. Los, Google! Achtung! Google, 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 Google. Wir würden gewinnen, hätten wir unser eigenes mehr. Aber ich weiß gar nicht, ob wir den noch retten können. Ehrlich. Ein ganz schön knappes Rennen, aber ich glaube, Google hat gewonnen. Die Platzierungen sind wie folgt. Platz 1 Google, Platz 2 Crazy, Platz 3 Nektar, Platz 4 Mojo, Platz 5 Wunder, Platz 6 Ovo. Guck mal, Google mit 4, ja, wir hätten einfach so nehmen sollen. Wir hätten es einfach so nehmen sollen. Ja, ich kann keine Preise eintauschen. Mit 16 Dingern, dann hätten wir jetzt schon 40, 6 mal 4 sind, wären wir bei 64 Dingern gewesen. Hat er verkackt, gebe ich ja zu. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt ewig machen können. Oder ändert sich irgendwann, ach weißt du was, wir gehen einfach raus. Nein, alles gut. Ja, macht ihr mal eure... Mary ist auch kein Fan davon, wenn Mary wüsste, dass wir Glücksspiel machen. Es stehen noch einige Rennen aus. Wow, okay, gut. Ja, alles klar. Entschuldigung, dass ich mein Leben nachgehen wollte. Nein, gut. Okay, Glücksspiel fesselt ein. Glücksspiel fesselt. Es macht kein Glücksspiel. Es macht euch, es bindet euch an einen Ort. Nicht gut. Glücksspiel bindet. Also, aber nicht verbindet. Also, ja. Macht kein Glücksspiel. Presto, Kosmos, Luna, Apache, Aurora und Dango.
Na dann mal los. Ich sag, Tango gewinnt. Das sind auch alles keine sehr guten Jockeys. Die Platzierungen sind wie vorher. Platz 1 Tango, wie ich gesagt hatte. Jetzt natürlich, jetzt wo ich kein Geld mehr habe und nicht mehr mitwetten kann, habe ich es natürlich drauf. Aber Tango hier mal 2. Ist klar, dass der gewinnt eigentlich. Ja, man müsste eigentlich immer darauf gehen. Man müsste da eigentlich immer drauf gehen, scheinbar. Naja, gut, ich wollte halt mal ein bisschen hart sein. Bin ich gut im Wetten. So, jetzt ist abends. Jetzt können wir nach Hause. Jetzt dürfen wir nach Hause. Das ist nett. Das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ja, jetzt bin ich wieder komplett pleite. Naja, arbeiten gehen muss ich trotzdem. So, wir sind jetzt schon abends. Ja. Da hebe ich doch glatt nochmal meinen Hund an und wir gehen einfach ins Bett. Wir gehen ins Bett und weinen uns ein bisschen ins Schlaf, weil wir halt unser ganzes Geld vor sie gegeben haben. Wir sind halt absolut pleite. Wir sind halt einfach Mörderpleite jetzt. Tja, was soll's? Was soll's? Was soll's? Was willst du machen, ne? Geld ist auch nichts. Auf den Spaß kommt's an. Klar, den hatten wir jetzt auch nicht, aber... Doch, natürlich hatten wir den Spaß da. Meine Güte, ich konnte mich kaum auf meinen Sitz halten, als ich zusammengebrochen bin und wir den Wettschein verloren haben und mein ganzes Geld weg war und das war ein Traum. Es war halt natürlich doch ein Traum. Auch ein Albtraum ist ein Traum. Man kann Albtraum nicht ohne Traum schreiben, also ist der Traum auch einfach ein Albtraum. Weißt du? Klugscheißerigeworte.de. So. Ist doch jetzt auch tatsächlich erstmal die letzte Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so furchtbar müde. Und ich muss nachher noch auf Arbeit bis 22 Uhr. Dann. Boah, 3 von 3. 4? Ich weiß es gar nicht. 3? 4? 3? 3? 4? Ach, weiß ich nicht. Lasst mich, ich weiß es nicht. So, ich gehe zu meiner Anna wieder. Kann nicht sein, dass wir hier Glücksspiel betreiben, weißt du, und unser ganzes Geld verzocken. Und einfach absolut. 30 Geld haben und... Oh, Mensch, du. Da will Anna ja nachher gar nichts mehr von uns. Mary, nicht Anna. Warum Anna? Habe ich Anna gesagt? Hi. Anna. Ann, du heißt ja nicht mal mehr Anna. Hier gibt es gar keine Anna. Komik, komik. Wenigstens ein bisschen geltend machen. Wobei wir jetzt durch Doppelkartoffeln bezahlt werden gleich. Wir werden gleich mit Doppelkartoffeln bezahlt. Also heute Nachmittag. Wenn der Alte abholt. Denn wenn wir, dann kriegen wir Doppelkartoffel. So, noch einmal blaues Gras. Und dann auf nach Mary. Der alte Marienkäfer. Und dann, ja, weiß ich nicht, was heute noch ist. Dadurch, dass wir keine Gießkanne haben, ist halt, ne? Sowieso was ist halt der Winter da. Für den Hammer und die Axt und sowas aufwerten, das ist halt alles Winterarbeit, weil du hier in dem Harvest Moon im Winter nichts herstellen kannst, also nichts anbauen kannst. Der Winter ist tot, du machst im Winter nichts. Machst hier halt im Winter gar nichts. Ich gebe ihr 2 Bambussprossen, damit sollte sie zufrieden sein. Morgen können wir unsere Gießkanne abholen. Mary! Mein süßer kleiner Marienkäfer! Ja, Bambussprosse. Oh, danke dir, aber darf ich das wirklich haben? Ja, natürlich, natürlich, sonst würde ich dir das doch nicht geben.
Oh, danke dir, aber darf ich das wirklich haben? Hallo. Dieses Dorf sieht immer noch aus wie ein Märchen. Naja, lila Herz, das dauert halt noch. Nächstes Herz und dann müssen wir gucken, was ein Event ist. Was da abgeht. So, wir haben absolut gar kein Geld. Das ist enttäuschend. Ich weiß nicht, was ich ohne Geld in meinem Leben machen sollte hier, aber Geld ist nicht alles. Wow. Leben am Limit. Leben am Limit. Könnten natürlich noch in die Mine gehen und ein bisschen Kupfer, Silber, Gold rausklöpsen, um Geld zu machen. Lass uns das mal machen. Weil wir müssen erstmal ein bisschen Geld wieder aufschaufeln. Wir sind ja jetzt doch ein bisschen pleite. Klar ist nachher mit dem Zeugs, mit den Kartoffeln das erstmal drinne, aber trotzdem. Versuchen natürlich auch so tief wie möglich zu kommen. Ich werde kein Kupfer mitnehmen. Wir werden jetzt einfach mal kein Kupfer mitnehmen, sondern nur Silber und Gold oder nur Gold. Überlegen wir uns dann, wie tief wir auch immer kommen jetzt. Ich weiß aber auch tatsächlich überhaupt gar nicht, tatsächlich, wie viele Ebenen dieses Ding hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Das nehme ich mit. Ich weiß noch nicht, welche Ebene wir jetzt sind. Steht nirgends sowas. Nö. Ich bin nur ein Goldprolet. Gold und höherwertiger. Nö. Goldprolet. Ja, ich weiß gar nicht. Was ist denn das eigentlich? Mithril. Aufwerten von Sichel-Äxten. Okay, das ist also das Maximum. Es gibt noch andere Sachen. Ich weiß aber auch jetzt nicht mehr, wie die heißen. Danke. War das eine Powerberry? Ich glaube, das war die Powerberry, oder? Ich glaube, wir haben gerade eine Powerberry bekommen. Ich glaube, wir haben gerade die Powerberry bekommen. Ups. Wir machen weiter. We have a Lauf. Lauf, sagt er, weißt du, und dann findet er jetzt hier nichts mehr. Wisst ihr, was fies ist? Wenn das außerhalb des Systems ist. Vielleicht nehmen wir das Okrelacrium hier mit und dann ist gut. Vielleicht waren wir ganz unten. Nein, waren wir nicht, aber das Okrelacrium muss ich trotzdem verkaufen. Und es ist Mithril und kein Okrelacrium. Ich liebe dieses Wort. Und ich spreche es komplett falsch aus, ist mir aber vollkommen egal, weil Okrelacrium klingt einfach super. Man konnte doch jetzt irgendwie... Yep, wir haben eine Powerberry gefunden. Sehr schön. Das ist nice. Das ist sehr nice. Das ist sehr schön. Da freue ich mich sehr drüber. So, aber wir gehen jetzt einfach ins Bett. Wir gehen ins Bett, machen Folgenende, machen Aufnahmeende, gehen nochmal ganz kurz das Pferd streicheln. Das ist nämlich etwas, was ich immer vergesse.
aber es muss ja trotzdem mit Liebe und so ein Scheiß gepflegt werden. Muss ja trotzdem. Hey. Entschuldigung, ich vergesse dich immer, weil du hier hinten rumhängst. Wenn du mit in meinem Haus kommen würdest, würde ich auch immer an dich denken, aber willst du ja nicht. So. Ich habe tatsächlich noch keine Lust, die Farm weiter, also weiter sauber zu machen hier. Ne, sie ist schon relativ sauber hier. Ist nur noch das bisschen hier hinten. Und die großen Sachen halt, aber das wird schon. So. Aber wir gehen jetzt ins Bett und machen erstmal die Aufnahmepause. Denn ich muss auch in echtem Leben ins Bett. Ich bin irgendwie furchtbar müde gerade. Und ich weiß nicht warum. Deswegen speichere ich jetzt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ne? Bis dahin, auf Wiedersehen, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.